Herzlich willkommen zum Nerdhort, zur Nippon Edition. Ich bin euer Gastgeber, der Jan, und ich habe euch mal wieder eine Serie, einen Manga mitgebracht, mit dem Na dessen Name lautet Angeloid, im japanischen Original Sora no Otoshimono, was übersetzt ungefähr des Himmels verlorener Besitz bedeutet. Im Englischen heißt der Manga beziehungsweise auch der dazugehörige Anime, deshalb auch Heaven's Lost Property, ist eine Manga-Reihe, die von 2007 bis 2014 im Shonen Ace Magazin veröffentlicht wurde. Der Zeichner beziehungsweise Zeichnerin bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Sumino Minazuki zeichnete sich für den Manga zuständig. Als der Angeloid, genre-technisch könnte man es wahrscheinlich so Fantasy-Edgy-Harem-Comedy von allem ein bisschen einordnen. In Deutschland sind bis jetzt 9 Bände zu haben, wenn ich auf dem richtigen Stand bin. Es gibt 2 Anime-Staffeln, allerdings, soweit ich es in Erfahrung gebracht habe, nicht in Deutschland verfügbar, was ein bisschen schade ist. Die erste Staffel 13 Folgen plus eine OVA. Die zweite Staffel 12 Folgen, dazu noch einen 100-minütigen Film und einen knapp 50-minütigen Film. Aber wie gesagt, die Anime-Umsetzungen sind bei uns in Deutschland aktuell nicht zu bekommen, außer halt über den Importweg, aber mit in Deutschland offiziell veröffentlicht ist da leider aktuell nichts. Worum geht's? Werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen, falls ihr die Serie nicht kennt. Die Geschichte setzt an beim Schüler Tomoki, der am liebsten eigentlich in seiner in den Bergen liegenden kleinen Stadt nur ein ruhiges Leben ohne große Aufregung verbringen möchte. Und gerne und viel schläft und halt am liebsten nichts macht. Eines Tages will er oder wird er dazu in Anführungsstrichen überredet, von einem Mitschüler sich ein besonderes Phänomen, das aktuell über der Stadt sich befindet, so eine Art, ich glaube, irgendwo zwischen so magnetischer, ja, Punkt, Ozonloch, oder schwarzes Loch, habe schon mehrere Bezeichnungen dafür gelesen, halt irgendwie so ein komischer Fleck, den man sich nicht wirklich erklären kann, der sich über die Erde bewegt und halt sonst nichts groß macht. Sein Mitschüler geht davon aus, dass das ein fliegender Kontinent ist. Und weil der halt über der Stadt sich aufhalten soll oder beziehungsweise da vorbeikommen soll, wird Tomoki mehr oder weniger da hineingezogen, sich das Ganze mal mit anzugucken. Tomoki hat seit seiner Kindheit immer wieder einen Traum von einem Engel oder engelsähnlichem Wesen. Und wie man erwartet, kommt es natürlich, wie es kommen muss. Er ist der Einzige an dem Ort, wo sie sich verabredet haben, um sich das anzugucken. Und auf einmal fällt ihm so ein Engelsgeschöpf, das sich selber als Angeloid bezeichnet, vor die Füße. Der Angeloid, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob er sich selber als Ikaros oder ob er als Ikaros selber als Ikarus bezeichnet, ich glaube ja, ist halt wie der Name oder woher der Titel der Serie kommt, nämlich das englische Wort für Engel, also Angel und Android, hat Flügel, ist ein Android, also künstlich erschaffenes Lebewesen mit sehr nichtmenschlichen Fähigkeiten, zum Beispiel,
kann sie natürlich dank der Flügel fliegen, kann unter Wasser sich so lange bleiben, wie sie möchte. Das heißt, sie braucht keine Luft zum Atmen. Und hat noch einige andere Sachen, die man im Laufe der Geschichte kennenlernt. Wie ich vorhin ja schon gesagt hatte, kann man es vom Genre her in die Harem und Ecchi-Bahn einordnen. Harem kann man, wie es viele wahrscheinlich vermuten, es bleibt nicht bei dem einen Angeloid, bis einschließlich Band 5, schaffen wir es schon auf 3. Dazu gibt es dann natürlich noch die Kindheits-Sandkastenfreundin, die sobald Tomoki mal wieder schweinische Gedanken hat, und davon hat er sehr viele, kriegt er die Handkante auf die Rübe, ja, müsste eigentlich jedes Mal dabei draufgehen, was er Gott sei Dank nicht tut, weil sonst wäre die Geschichte sehr schnell zu Ende. Ja, Tomoki ist sehr, sehr, sehr pervers angehaucht. Also Mädchenschlüpfer auf dem Kopf tragen, hat er überhaupt kein Problem, beziehungsweise das würde er wahrscheinlich den ganzen Tag machen, wenn er könnte. Es gibt auch eine Szene, wo er, oder mindestens ein Kapitel, ich weiß nicht, ob sie es über mehrere zieht, in der er zwar nicht ganz beabsichtigt, aber im Endeffekt dafür sorgt, dass in der ganzen Schule den Damen die Höschen wegfliegen. Und jetzt nicht, dass die einfach nur irgendwie in die Ecke, nein, sie bekommen, naja, bekommen nicht Flügel, aber sagen wir es mal so, die fliegen von alleine. Und der Schwarmhöschen fliegt dann einmal um die Erde. Ja. Wen das jetzt nicht abschreckt, und auch nicht abschreckt, dass Tomoki zum Beispiel, als die Höschen dann zu ihm zurückkommen, zum Beispiel die Höschen auch dazu verwendet, das ganze Haus zu dekorieren. Wer damit zurechtkommt, könnte hier einen ganz netten Manga für sich vielleicht entdeckt haben. Mir gefällt der, wie gesagt, bis jetzt bin ich bei Band 5. Finde ich es eigentlich ganz lustig. Allerdings muss man, sag ich mal, diese edgy Harem-Sachen kommen, dieser klassische japanische Humor, wenn es in diese Richtung geht, auch mögen. Dann wird man damit Spaß haben. Wer zum Beispiel Mangas wie Chobits oder Oh My Goddess kennt und mag und halt so mit dem eher edgy Einschlag zurechtkommt, für den könnte das hier mal was, eine neue interessante Serie sein. 20 Bände sind's in Japan insgesamt, habe ich, glaube ich, zwar schon erwähnt, aber ich sag's nochmal. Wie gesagt, aktuell Band 9 bei uns. Und ich überlege gerade, gibt es noch irgendwas, was wichtig zu erwähnen wäre? Eigentlich bist du jetzt eigentlich so das Wichtigste. Vielleicht sollte man noch erwähnen, wie sich herausstellt, sind die Angeloids eigentlich als Kampfmaschinen gedacht. Was auch noch ganz interessant wird und halt für ein bisschen Chaos sorgt. Ansonsten würde ich einfach empfehlen, guckt mal in den ersten Band rein. Link zum Publisher gibt's wie immer in der Beschreibung. Und einfach mal einen Blick reinwerfen. Vielleicht ist es ja was für euch. Vielleicht, wenn ihr zufällig wisst, dass es den dazugehörigen Anime doch in Deutschland, sag ich mal, legal zu beziehen gibt, außer, also über den Importweg geht es auf jeden Fall bei Amazon, das habe ich gesehen. Falls es den doch irgendwo gibt, schreibt das ruhig mal in die Kommentare, lasst mich das wissen. Würde mich interessieren. Und ja, dann würde ich mal sagen, war's das für diese Ausgabe. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr habt
vielleicht eine neue Serie für euch entdeckt. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Vielleicht beim nächsten Mal. Auf jeden Fall viel Spaß beim Manga lesen, Anime gucken oder Filme, was auch immer, woran ihr Spaß habt. Bis zum nächsten Mal.